Oh. Hey Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute ist es endlich soweit. Heute kommt Ask Zozo Number 2. Bitte nicht wundern, falls ich etwas komisch rede oder komisch klinge. Es liegt daran, dass ich jetzt eine Zahnspange habe, weil ich vorher solche komischen Hasenzähne hatte. Und ja, wenigstens werde ich dann später schöne Zähne haben. Also ich hoffe und gehe mal stark davon aus, dass euch mein äußeres Erscheinungsbild egal ist. Ansonsten würdet ihr mir wahrscheinlich gar nicht folgen. Die erste Frage ist von Nathalie. Sie fragt von 1 bis 10, wie hübsch findest du dich? Ich würde mal sagen 0 und 11, weil manchmal, da gucke ich so in den Spiegel und sage so, Gott, siehst du hässlich aus. Und einmal, dann gucke ich in den Spiegel und sage so, wow, heute siehst du doch echt gut aus. Aber wenn ich dann irgendwie durch die Kamera gucke, so wie jetzt gerade, merke ich dann so, warte, du siehst doch eigentlich total komisch aus. Und schließlich kann ich das nicht beurteilen, das könnt nur ihr beurteilen und jeder kann es anders beurteilen, also ja, 0 und 11. Die zweite Frage ist von Sevin. Sie fragt, wurdest du schon mal ausgelacht, weil du YouTuberin bist? Ja, auf jeden Fall. Ich werde jeden Tag deswegen ausgelacht, aber juckt nicht mehr. Lucy fragt, hast du Geschwister? Nein, ich habe leider keine Geschwister. Aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, Einzelkind zu sein. Ich meine, du musst dir keine Sachen teilen, der ganze Stress bleibt nur an dir hängen. Und ja. Warte. Gehörst du nicht zu meinen Hatern? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vorsichtshalber behalte ich dich im Auge und in der Brille und in der Zahnspange, denn ich vergesse niemals seinen Namen. Nein, Spaß, alles gut. Celine fragt, was würdest du dir wünschen, wenn du einen Wunsch frei hättest? 1000 weitere Wünsche? Kai Naxus fragt, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, fragt, würdest du lieber ein Einhorn oder ein Drache sein? Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen überraschend und bitte hasst mich jetzt nicht dafür, aber ich glaube, ich würde lieber ein Drache sein, aus dem Grund, weil Drachen fliegen können. Und es schon immer ein Wunsch für mich war, zu fliegen. Und Einhörner können nicht fliegen, nur Pegasusse können fliegen. Ja! Was mit deinem Fancall? Keine Sorge, es kommt noch, aber ich muss jetzt erst die Sachen, die ich angefangen habe, noch alle zu Ende bringen und dann kommt das. Keine Sorge, ich werde es nicht vergessen. Aber ich werde dann anrufen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Mitten in der Nacht, um 0 Uhr, rufe ich bei euch an und sage, Pizza ist da! BIY fragt, wie hast du reagiert, als Drew dich abonniert hat? Das war ungefähr so. Oh mein Gott! Ich glaube, wenn er das hier sieht, deabonniert er mich wieder. KitKat fragt, kannst du mal eine Roomtour machen? So. Fragt, warst du schon mal in ein Kuscheltier verliebt? Ich war es nicht nur, ich bin es auch noch. Maria fragt, kannst du mal ein Making-of von deinen Videos machen? Ja, kann ich. Wenn ihr ein Making-of von meinen Videos haben wollt, dann zeigt es mir doch mit einem Daumen nach oben. Fuck, jetzt fange ich auch schon damit an. Fuck, ich habe gerade Fuck gesagt. Oh mein Gott, jetzt habe ich nochmal Fuck gesagt. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon nochmal Gott gesagt habe. Oh mein Gott, ich bin so ein schlechter Mensch. Nochmal KitKat fragt, trägst du deine Katzenohr noch in der Schule? Obwohl, das sind keine Katzen. Ja, trage ich. Mittlerweile stehe ich auch schon total dazu. Ich sehe zwar immer die Blicke der Leute so... Well. Aber es macht mir nichts mehr aus. Ich laufe auch so auf der Straße rum, wenn ich einkaufen gehe oder bei öffentlichen Empfangsevents und so weiter. Wenn ihr es mit eigenen Augen sehen wollt, das könnt ihr auf meinem Snapchat-Account. Mackie fragt, wenn du Einhornfleisch essen könntest, würdest du es probieren? Nein, das ist ja so, als würdest du Pferdefleisch essen, nur magisches Pferdefleisch. Und wer isst schon magisches Pferdefleisch? Leute, beschützt das magische Pferdefleisch. Was laber ich da für eine Scheiße? Milena fragt, was ist dein WhatsApp-Status? Fragezeichen! Wenn ihr wissen wollt, was es mit diesem Wort auf sich hat, dann zeigt es mir doch auch mit einem Daumen nach oben. Okay, nein, das reicht. Fragt, was würdest du machen, wenn du ein Eichhörnchen wärst? Nüsse essen? TT Frank oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, fragt, ist das Thema mit der GEMA durch? Kannst du wieder normale Musikvideos drehen? Nein, es ist immer noch nicht durch. Mein Classic-Fan-Video, mein Ugly-Hub-Fan-Video und mein Stole-the-Show-Video wurde von der GEMA gesperrt. Alle drei Sachen. Für Stole the Show habe ich schon eine Lösung gefunden. Ich habe es einfach in eine andere Musik reingepackt. Aber, liebe GEMA-Organisation, ich werde nicht aufgeben. Ich werde kämpfen bis zum letzten Moment. Und ich werde gewinnen. Vielleicht irgendwie irgendwann. Und ihr werdet am Boden liegen. Und ich werde ganz oben stehen. Im Himmel.
Oder warte, nein, nicht im Himmel, so meinte ich das nicht. Ihr werdet ganz weit am Boden liegen und ich werde ganz weit oben stehen. Nicht im Himmel, noch auf der Erde, aber ihr wisst schon. Buja! Esocat fragt, isst du in China Hunde? Ich frisst dich auch. Nein, Leute, als ob. Ich bin ein guter Mensch und dieses Klischee ist einfach so absurd. Ich meine, in China leben mehr Leute als in ganz Europa. Und ja, es gibt Leute, die dort Hunde essen, aber das heißt nicht gleich, dass alle Leute in China Hunde essen. Ich meine, das ist genauso. Es gibt Leute in Bayern, die essen Schweinefüße und tragen Lederhosen. Ich meine, das heißt doch auch nicht gleich, dass alle Deutschen Schweinhosen tragen und Lederhosen essen. Warte, was habe ich gerade gesagt? Die nächste Frage von einem Namen, den ich wieder nicht falsch aussprechen möchte, ist, was für ein Handy hast du? Ich habe zwei Handys. Einmal ein iPhone 5, also mit dem filme ich hier gerade, deswegen kann ich es nicht zeigen. Und mein altes Handy, ein Samsung Galaxy S3 Mini. Das funktioniert so gut wie überhaupt gar nicht mehr und ich kann damit so gut wie gar nichts mehr machen, aber ich kann es für meine Videos benutzen. Hier, hier, look at this. Mini Auri fragt, können wir dich mal treffen? Also ja, ich denke mal, irgendwann so, wenn ich ein bisschen viel mehr Abonnenten habe, wird das vielleicht schon irgendwie möglich sein, mal so, dass ihr mich so treffen könnt. Aber so momentan, nur wenn ich vielleicht auf der Straße gerade so rumlaufe und ihr dann auf der Straße rumläuft und ja. Lucy Unicorn fragt, wenn so viele Hater dich haten, würdest du dann mit YouTube aufhören? Nein, also das wird auf jeden Fall nicht der Grund sein, wieso ich mit YouTube aufhöre. So leicht gebe ich da nicht auf. Ich werde vielleicht die Kommentare und die Bewertungen abschalten, aber mehr dann auch nicht. Ich meine, solange noch 1% von euch meine Videos mag, werde ich weitermachen. Würdest du einen reichen Mann heiraten, den du nicht liebst, oder würdest du einen armen Mann heiraten, den du liebst? Gott, ist das ein Zungenbrecher. Ich glaube, diese Frage ist ganz leicht zu beantworten. Na klar, würde ich den reichen Mann heiraten, dann würde er mir die Hälfte seines Geldes geben, dann würde ich dieses Geld nehmen, ich würde ihn verlassen, dann würde ich es den armen Mann geben, der dann gar nicht mehr arm ist, und dann würde ich ihn heiraten. Buja! Im Internet fragt, was hältst du von Japan? Ich mag den Style, ich mag diese Anime-Figuren, ich mag die Kultur, ich mag die Toiletten. Oh ja, die Toiletten, die sind geil. Das Essen mag ich nicht. Aber ich war noch nie da, also kann ich schlecht beurteilen. Aber da Japan ein sehr sauberes Land ist, würde ich mal sagen, ich mag es. Ich mag alles, was sauber ist. Sorry Leute, ich habe kurz den Platz gewechselt. Hier ist besseres Licht. Let it shine. Okay, was war das? Nun, Irika fragt, wenn ich mit Pizza vor deiner Haustür stehen würde, was würdest du dann tun? Ich würde sie selbstverständlich essen, aber natürlich mit dir zusammen. Fragt, magst du Reis? Nur weil ich Chinesin bin, bedeutet das nicht, dass ich die ganze Zeit nur Reis esse. Nita Kukui fragt, was ist dein Lieblingsspiel auf dem Handy? Ich suchte dieses Spiel einfach total. Das gibt's nur in China, also im chinesischen App Store. Das heißt, ihr könnt euch das wahrscheinlich schlecht runterladen. Und es ist alles auf Chinesisch. Das heißt, ich verstehe kein Wort von dem, was da steht. Aber es ist, trainiert eure Reaktionszeit und eure Daumen. Und oh mein Gott, das Licht ist hier so gut. Ich glaube, ich drehe jetzt immer hier. Hier sind auch diese riesigen Fenster. Und Lord LY fragt, hast du schon mal einen Chinesen gegessen? Also warte, diese Frage kommt auf die Top 100 der bescheuertsten und geilsten Fragen, die mir jemals gestellt wurden. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich habe schon mal chinesische Tiere gegessen, zum Beispiel ein chinesisches Huhn. Ich habe sogar schon mal mehrere chinesische Hühner gegessen. Und da ich ja ein Mensch bin, der Tiere respektiert, so wie sie sind, und deswegen bezeichne ich sie auch als Person und würde dann mal sagen, ja, ich habe schon mal einen Chinesen gegessen und gerade esse ich meine Haare. Okay, das nächste Mal werde ich vorne rein hier im Wohnzimmer drehen, weil hier ist das Licht einfach viel, viel besser. Ja, sag ich jetzt schon zum dritten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen, auch wenn das ein bisschen chaotisch war. Und das nächste Mal, für das nächste Astro-Video, lade ich dann einfach ein Video oder ein Bild hoch, wo ich dann sage, dass ihr mir da Fragen stellen sollt, weil das wird dann ansonsten ein bisschen schwer, so die ganzen Kommentare so durchzugucken nach den ganzen Fragen und alles. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Huhu!